Das ist es bei uns nicht anders. Also wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema Überzeugungsarbeit. Ich glaube aber schon, es hat einen Unterschied gemacht, weil ich das damals ja, wie gesagt, der globalen Geschäftsführung gepitcht habe. Und die Fachbereichsleiter berichten ja jeweils an die drei Chiefs, ja? So, und ich habe denen ganz klar gesagt, so, und ihr erzählt das jetzt auch Leuten. Ich bin nicht als erstes zu denen. Ihr stellt das denen jetzt mal kurz vor und sagt, ich komme bald um die Ecke und bespreche das mit denen. Damit einfach ganz klar ist, dass das, wie ich eben gesagt habe, nicht eine reine HR-Initiative ist. Und es ist ja, also das Thema Training, da muss man immer wieder sagen, ja, wer ist denn dafür verantwortlich? Also wenn du Performance in deinem Bereich erreichen willst, musst du dafür sorgen, dass die Leute die Prozesse und die Systeme verstehen. Ja, da bin ich nicht für verantwortlich. Und das muss ich sagen, natürlich haben wir da einige Fachbereiche und deswegen haben wir sie auch so ausgewählt am Anfang, wo wir wissen, da geben die Leute direkt Vollgas, da müssen wir auch relativ wenig Unterstützungsarbeit leisten. Und wir haben andere Fachbereiche, die tun sich da schwerer, wo man mehr Überzeugungsarbeit leisten muss. Wir machen das aber auch nur zu einem Punkt. Wir verstricken uns da nicht in Diskussionen. Ja? Wir haben auch ganz ehrlich auch den einen oder anderen Fachbereich gehabt, so ich sehe da jetzt irgendwie keine Notwendigkeit, ja, dann lass es. Also ich zwinge dich mit Sicherheit nicht, weil das ist deine Verantwortung. Und da muss man immer wieder drauf pochen, finde ich. Ja, also ich zwinge mich mit Sicherheit niemandem auf.